Mein Name ist Werner Henke, ich bin 53 Jahre, von Beruf Apotheker und Gründer des sozialen Projektes Reisen ohne Grenzen Aschaffenburg. Vor 2 Jahren hat sich für mich die glückliche Konstellation ergeben, dass ich meinen pharmazeutischen Betrieb an einen Konzern verkaufen konnte. Und so kam zwangsläufig natürlich die Überlegungen auf, was mache ich mit diesem Verkaufserlös? Und so kam oder reifte letztendlich der Gedanke, einen Reisebus zu kaufen, einen ganz besonderen sicherlich, den Führerschein zu machen, den Omnibus-Führerschein zu machen und in Zukunft ja, für sozial Schwache da zu sein und denen Freude zu bereiten. Als der Entschluss feststand, einen luxuriösen Reisebus zu kaufen, bin ich natürlich zu meinem Mercedes-Händler hier in Aschaffenburg gegangen und die haben gesagt, wir möchten Ihnen gerne einen ganz besonderen Bus zeigen und dazu müssen wir nach Frankfurt fahren, zu EWE-Bus nach Frankfurt. Die haben mich mitgenommen und dann stand ich vor ihm. Der Bus der deutschen Fußballnationalmannschaft, dicke fette Lettern da drauf, der DFB-Bus schlechthin. Es war, muss man ganz klar sagen, Liebe auf den ersten Blick. Ich bin hineingegangen, wow! Diese Sitze, diese Ausrüstung, ja, man kennt das ja so. Man hat ein Kleidungsstück, man hat irgendeinen Gegenstand, man sieht ihn. Ja, das ist es. Dann haben wir noch eine Dreiviertelstunde Probefahrt gemacht und hinterher habe ich den Kaufvertrag unterschrieben und die Sache war eingetütet. Das Fahren in diesem Omnibus macht mir als dem Chauffeur ganz besonders viel Freude. Zu meinen Fahrgästen zählen überwiegend Sozialhilfeempfänger, Personen in Not, in finanzieller Not, aber auch Personen, die hilfsbedürftig sind, die ein körperliches Handicap haben. Und ich muss sagen, das macht sehr, sehr viel Freude. Sie machen nur einen Ausflug für 3 oder 4 Stunden und sie fahren wieder Richtung Aschaffenburg. Und kurz bevor ich alle Leute am zentralen Omnibus wieder in die Freiheit entlasse, fangen sie hinten an zu singen, ein Tag so wunderschön wie heute. Das ist das eine, das Erlebnis während der Fahrt, aber auch in Aschaffenburg selber. Man kommt in Geschäfte hinein. Sind Sie nicht der Apotheker, der Omnibus fährt? Also es hat sich doch schon herumgesprochen in der Zeitung oder über den Rundfunk, was wir dir hier für ein soziales Projekt machen. Und das freut einen natürlich besonders, wenn man dann ganz so spontan auf der Straße oder so in der Öffentlichkeit darauf angesprochen wird.